Torhüter Leopold Zingerle vom Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn muss wegen einer Schulterverletzung vorerst pausieren. Wie der Club nach weiteren Untersuchungen bekannt gab, hat sich der 25-Jährige am Sonntag im Spiel bei Dynamo Dresden eine Schulter-Eck-Gelenksprengung zugezogen. Der Schlussmann musste nach einem Zusammenprall in der Halbzeit ausgewechselt werden. Zingerle soll nicht operiert werden. Der Club hofft, dass der Torhüter bis zum Saisonstart wieder fit ist. Punkt. Let's Block Ads.